gibt einen absolut überraschenden und wirklich genialen Grund, warum du solch ein Teil bei dir in der Wohnung aufstellen solltest. Was es damit auf sich hat, erfährst du in diesem Video. Du brauchst dafür ein solches Glas mit Deckel. Jetzt schnappst du dir eine Bohrmaschine und bohrst in die Mitte des Deckels ein Loch. Dieses sollte ungefähr so groß sein, dass dein kleiner Finger hindurch passt. Das war Schritt 1. Jetzt brauchen wir eine Banane, denn diese eignet sich für diesen Trick am besten. Anderes Obst würde aber auch gehen. Schneide jetzt ein paar Scheiben der Banane ab und wirf sie dann in das Glas. 4 bis 5 kleine Stückchen sollten hier schon ausreichen. Wenn du diese jetzt in das Glas gegeben hast, mache den Deckel wieder drauf. Jetzt folgt noch der 3. Schritt. Denn was wir jetzt noch brauchen, ist ein kleiner Trichter. Dafür rollst du ein Blatt Papier seitlich auf, so dass es oben etwas größer ist und unten so eng, dass es gerade so durch das Loch passt. Fixiere es am besten noch mit einem Stück Klebeband, damit es auch hält. Stecke jetzt das dünnere Ende in das Loch. Denn was du hier jetzt hast, ist eine Falle. Die Banane dient als Lockstoff. Kleine Tiere werden oben reinfliegen, dann aber nicht wieder aus dem Glas herauskommen. Und zwar handelt es sich dabei um Fliegen. So kannst du sie in deiner Wohnung fangen und dann draußen wieder freilassen. Würdest du jetzt auch noch wissen, warum du Spülmittel und Eier mischen solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke.